Kommt das Häusler oder wird das gleich... Aller Kontrolle machen. Und gleich der nächste. Naja. Ja, irgendwie läuft es gerade besser. Wisst ihr was? Ich speichere gerade, damit wir das nicht noch einmal machen müssen. Dann speichere ich mal vier doch das noch mal einmal ab. Und dann geht's weiter. Da läuft ein Paratrooper rum. Frage ist, oder? Warum läuft denn hier einer rum? Ich krieg das gar nicht hin, so rum. So, wir drehen jetzt mal die Kamera so, dass ich hier... Da ist nämlich genauso kein Weg durch. Und da würde ich den da umlaufen. Achso, der sieht ein bisschen nicht so aus, als würde der freundlich mit mir reden. Reden wollen. Und versuchen wir den doch dann nachher mal zu snipen. Wir können erstmal schon mal gucken und uns anzeigen lassen. Ja, der sieht schon relativ weit. Man sieht mich also immer noch relativ gut. Zumindest laut Spiel. Wechsel ich fort. Ja. Ihr merkt vielleicht, was ich vorhabe. Was kommt denn nicht? Funktioniert das? Und? Oh lala. Es hat funktioniert. Und wir wechseln dann gleich mal wieder zurück zur MP5. Aber dass es so erfolgreich war, hätte ich jetzt nicht gedacht. Vor allen Dingen, da hätte es dann...
gleich einen Alarm schlagen. Und darauf warte ich jetzt. Und da gibt es da oben so einen Mist. Ja, leider glaube ich nicht wenig sieht. Vielleicht kriegen wir den aber weggesnappert. Wir werden sehen. Auf jeden Fall wird der jetzt erstmal zu seinem toten Kameraden wollen. Wäre jetzt zumindest mal eine Idee gewesen. Er kann natürlich auch da hinten rumlaufen. Oh, ist das spannend. Oh Mann. Den möchte ich auch mal gerne looten. M249. Ah, naja. Wenn ich mich hier hinstelle. Den kann ich mittlerweile ansnipen dann. Das war so nicht ganz das, was ich damit erreichen wollte, aber... Der prüft jetzt auch nach. Kann man da dann mal versuchen, noch zu snipen. Ja, der macht das irgendwie sehr wenig Schaden. Mal, woran das liegt. Ja, toll. Also erstmal nachladen. Ja, so langsam könntest du uns den Gefallen tun und umfallen. Danke. Sonst sind irgendwelche Superwesten. Ja, oder so. Und zack. Haha, ja. Ein Krit-Treffer. Im Hintergrund hört ab und zu mal meinen Hund, nicht wundern. Acht Schaden. Er weiß nicht, wie ihm geschieht. Und zack. Und damit haben wir die Ecke auch schon mal bereinigt. Wo ist ein MP da? Das haben wir schon mal alles angeguckt. Dann kann man sich jetzt ja schon mal vorbegeben bis dahin. Zumindest theoretisch.
Naja, lief nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe, aber... Noch ist es im Rahmen. Keine Munition, die hatten wir im Koffer. Da spielen wir halt mit denen weiter. Oh. Fuck. War ich ein bisschen unvorsichtig. So, hier eine M4A1. Das ist schon mal nicht schlecht. Dann packen wir das doch mal runter. Nehmen wir die so eine M4A1 mit. Ja, die habe ich schon. Oder zumindest sowas in der Art. Was verbrauchten die andere für eine Munition? Keine Ahnung. Naja. Auch egal. Wir waren ja tödlich genug. Haben zwar ein bisschen Schaden davon genommen, aber... Gibt Schlimmeres. Hey, was haben wir denn hier? Und M4A1 natürlich. Jetzt habe ich mir doch hier schon so eine schöne rote Leuchte zusammengebaut, ne? Aber keine Sau hört drauf. Dann gehen wir doch jetzt mal das Ding anziehen und schmeißen. Das Ding dafür raus. Oh, das ist schön. Neue Munition von dem Typen. Ach, was soll's. Auf den 1% Punkt kann ich jetzt verzichten. Dann schmeißen wir mal die da. Quatsch. Die, wo ist denn die mit 10? Da oben. Die laden wir mal aus. Fliegt darüber. Dann gucken wir mal, was wir hier alles von hier aus treffen könnte. Aber dazu nehmen wir unsere altbewährte Sniper. Die hier. Und 8 Schaden. 8 Schaden. Kritischer Treffer. Und fertig. Koffer können wir mal ganz kurz ausblenden. Zum Beispiel mal die Gewehre auch noch auf volle Punkte machen. Ja. Und ich speichere nochmal ab. Spielstand speichern. Die Hacienda. Dann tu doch mal das hier bei speichern. So. Spielstand gespeichert. Hm.